Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Club mit Rainer Weckwerth. Und Thomas Thiemal und etwas. Ja, was ist denn da passiert? Da steht eine Flasche, eine fast ausgetrunkene Flasche. Sollen wir das Geheimnis lüften? Ja, wir lüften es, komm, wir müssen es sagen. Also, diese Flasche wurde uns von einem Fan zugeschickt. Und zwar von dem lieben Andreas, und jetzt hoffe ich, dass ich den Nachnamen richtig ausspreche, Fenor. V-E-N. Fenor, Venor, ich weiß nicht. Ich sage jetzt mal Fenor. Und der liebe Andreas sagte, er war so begeistert von unserem Video über den Balcones Brimstone. Ihr erinnert euch, dieses rauchige Teil aus Texas, aus Waco. Und dann sagte er, er hat da was zu Hause stehen. Und das muss er uns unbedingt schicken. Sag aber auch, was er dazu gesagt hat. Genau. Und wir dürfen auf keinen Fall diesen Whisky vorneweg schon mal testen, sondern wir sollen ihn bei laufender Kamera ausschenken und dann zum ersten Mal probieren. Ich habe es dir versprochen, Andreas. Ich habe es nicht probiert. Rainer hat es auch nicht probiert. Du wirst jetzt unsere Reaktion live erleben. Ich hoffe, dass da auch Whisky drin ist, mein Freund. Genau. Wenn du da irgendein Gift reingemischt hast und wir hier gleich tot liegen, dann wisst ihr, wer es war. Nein, Quatsch. Ich finde das toll. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin begeistert von unseren Fans. Ja, ich auch. Ganz ehrlich. Ja, und inzwischen haben wir, sag's Thomas, wir haben jetzt mittlerweile auf unserem Kanal über 1000 Abonnenten. Und wir haben über 100.000 Klicks auf unsere Videos. Über 100.000 Klicks. Das ist so eine unfassbare Zahl. Vielen, vielen Dank an alle, an euch da draußen, die ihr regelmäßig unseren kleinen Kanal hier verfolgt und uns Rückmeldungen gebt, euch sagt, wie es euch gefällt und so weiter. Also, ihr merkt, ich bin ganz, ganz, ganz verlegen und heiser jetzt vor Ort. Ich finde es ja immer noch erstaunlich, dass es Leute gibt, die sich das angucken. Dass da zwei Dödel wie wir auf dem Sofa sitzen und Whisky trinken und darüber was erzählen. Ja, weißt du, was das Witzige ist? Ich habe jetzt gerade wieder so eine kleine Diskussion gehabt und da sagten die Leute, was sie bei uns schätzen, ist, dass wir keinerlei kommerzielle Interessen damit verfolgen. Ganz häufig ist es ja bei Kanälen so, da werden Whiskys vorgestellt, aber da ist gleichzeitig ein Shop dran angebunden und so. Und dann weiß man nicht genau, wollen die jetzt bloß ihre Whiskys verkaufen oder ist das ihre ehrliche Meinung? Wir sind nur Konsumenten, haben wir ja immer gesagt. Ja. Wir zahlen unser Geld für Whiskys. Es gibt auch Leute, die nennen das Alkoholiker, aber gut, nennen es Konsumenten. Ja, Trinker. Trinker. Und ja, offensichtlich schätzen die Leute das und das freut mich riesig. Mich auch, jetzt aber zurück zu diesem Whisky. Ja. Ein bisschen misstrauisch bin ich schon. Also, jetzt passt mal auf. Dieser Whisky kommt aus der Schweiz und damit ist es eine absolute Premiere bei uns, weil wir hatten noch keinen Schweizer Nein, Whisky. Wir hatten noch keinen. Das ist ein Santis Malt und zwar aus der Brauerei Locher in Appenzell. Zack, warum Brauerei? Das ist schon wieder lustig. Das ist schon wieder lustig. Ich habe mich mal schlau gemacht. Erst seit 1999 darf in der Schweiz aus Getreide, und dazu zählen auch Kartoffeln, Schnaps gebrannt werden. Und diese Brauerei Locher, die natürlich Bier gebraut hat und so, ist 1999 sofort hergegangen und hat den ersten Schnaps gebrannt, den ersten Gerstenbrand hergestellt und hat einen Whisky draus gemacht. Und der ist 2003 auf den Markt gekommen. Und das ist dieser hier, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich der erste war. Auf jeden Fall ist es ein rauchiger. Ja, mit die Brauerei, Destillerie, mir fällt es immer noch schwer, das zu sagen. Wir erklären es gleich nochmal mit der Brauerei, warum Brauerei. Die Destillerie liegt ja in Appenzell, kennt man vom Käse. Oh, mag ich aber, das ist gar nicht so schlecht. Der Appenzeller ist gut, aber mir fällt was anderes ein zu Appenzell. Haben die nicht erst 1990 das Frauenwahlrecht eingeführt? Gegen den Widerstand der Männer? Ich glaube, gegen den Widerstand. Hallo Appenzell! Vielleicht sollte man auswandern, das sind sympathische Leute da unten. Was geht bei euch ab da? Ja, und dann stellen Sie jetzt Whisky her. Und zwar, wie man so liest, einen sehr, sehr guten Whisky. Also dieser Santis, gerade dieser hier, Edition Dreifaltigkeit, der rauchige, der ist 2010 von Jim Murray, dem Whisky-Papst, dem umstrittenen Whisky-Papst, zum European Whisky des Jahres gewählt worden mit, ich glaube, 96,5 Punkten. Tja, warum sagen wir die ganze Zeit Brauerei? Weil dieser Whisky wurde in Eichenbierfässern
abgefüllt. Ja. Ganz ungewöhnlich. Hatten wir noch nie, oder? Hatten wir schon mal sowas? Nee. Ich glaube nicht. Wir haben mal alles gehabt. Sherry Oloroso, nee. Bourbonfässer, Chardonnayfässer. Aber noch keine Bierfässer. Burgunderfässer. Aber noch keine Bierfässer. Ich kenne Bier wiederum. Ich kenne Bier, das in Whiskyfässern nachgereift wurde. Ja, das kenne ich auch. Das habe ich schon mal. Ist super lecker. Aber ich habe noch nie einen Whisky getrunken, der in Bierfässern gereift wurde. Ich komme mal nach vorne mit der Flasche. Ja, mach das mal. Ist eine relativ kleine Flasche. Ist bloß ein halber Liter. Ich hoffe, das ist kein Trend. Ich hoffe jetzt nach diesem Trend mit den NAS-Whiskys, ist das jetzt nicht der nächste Trend, die Mengen zu verkleinern. Nein, das ist aber oft so bei kleinen europäischen Abfüllern. Das war doch auf der Schwäbischen Alb, wo wir waren, auch so. Auch so. Oh Junge, da steht dir was ins Haus, mein Lieber. Ach du liebe Zeit, wir wollten dann auch heute noch andere Whiskys testen. Nein, wir testen nur den einen. Immer noch einen, wir fahren dann wieder alle heim. Und genau. Also es ist nur Aussehen tut er schon mal gut. Eine schöne Menge, ja. Es sind keine Angaben darüber, wie alt der Whisky ist. Habe ich nichts zu gefunden. Er ist mit 52,5 Volumenprozenten Alkohol abgefüllt. Matured in Old Oak Beer Casks. Ja, das hatten wir schon erzählt. Ansonsten ist nicht wirklich viel Information drin, außer dass das Torf, mit dem das Malz gedarrt wurde, aus dem Appenzeller Moor stammt. Ich bei dem Wort Torf kriege ich da schon wieder Gänsehaut. Torf, ne? Sollen wir mal dran riechen? Ja, ich denke auch. Jetzt haben wir so lange rumgeschwatzt. Jetzt müssen wir das auch mal... Oh, der hat aber echt schon ein bisschen was von Brimstone. Nee, finde ich. Nein, also Brimstone ist eine ganze andere... Gut, der war Gummireifen. Ja, das war ein Grillauslecken. Alte Armeemäntel. Ich hab eher das Gefühl, der riecht wie altes, abgestandenes Bier... das in einer rauchigen Kneipe gelagert hat. Und vor allem, ich habe so einen richtig schweren, abgehangenen Schinken vor Augen, der da hängt. Okay, wir einigen uns auf eine Dorfkneipe. Dorfkneipe. Mitten in den Bergen, in den Bergen. Da hängt Schinken von der Decke. Rußige Holzbalken. Ja, genau. Schinken hängt von der Decke. Und ein offenes Bierfass. Bier wird ausgeschenkt. Und Sägespäne auf der Decke. So riecht das. In Appenzell. Ich war noch nie da, aber so stelle ich mir das jetzt vor. Ich zeige euch mal die Farbe, Leute. Weil die Farbe kann man nichts sagen. Sehr ich könnte auch mal den Thomas daneben halten. Der Thomas hat eigentlich auch keine schlechte Farbe. Deutlich blasser als der Whisky. Er geht mehr so in die Glenmorangie-Richtung. Super. Also, soweit noch nicht schlecht. Soweit so gut. Also ich habe Schlimmeres erwartet. Und jetzt geht's los. Jetzt wird's interessant. Bitte verfolgt unsere Gesichter. Oh Junge. Was will denn das sein? Oh, Junge! Und ein Räuchermännchen ist nichts dagegen. Das ist ja so, als wenn dir einer Torfrauch direkt in den Mund bläst. Ja, brutal. Okay, der Brimstone ist vom Thron gestoßen. Der Sentis steht oben. Aber den mag ich lieber wie den Brimstone. Ja, ich von mir eine normale Wertung, weil der schmeckt eigentlich ganz gut. Er ist gefälliger, er ist europäischer. Der Brimstone war schon arg. Ah, ist sehr rauchig und der erste Schluck ist ein Schock. Weil das ist echt so... Ich habe eine Zeit lang mal ein bisschen Pfeife geraucht. Ich habe es dann irgendwann aufgehört. Ich mochte lieber die Pfeife riechen, als sie selber schmecken. Aber meinst du die Pfeifen, wo andere Leute dann, wenn du den Stiel im Mund hast, so reinblasen? Ja. Nein, das meinst du nicht. Hallo hier. Alte. Nein. Aber so alte Pfeife. Ja, mein Opa. Der hat so gerochen und geschmeckt. Aber hallo. Aber er schmeckt ein bisschen nach Honig, finde ich. Ja, nach schöne Süße, ja. Ja, er hat so... Wildkräuter, ja. Eindeutig, auch so kleine Wildblumen ja. Ist da mit drin. Der ist nicht schlecht, der ist eine wirklich richtig schöne Süße. Aber ehrlich, ich hab kürzlich mal den Onctomore getestet, aber der ist heftiger. Aber ganz ehrlich, ich bin nicht Raucher seit 5 Jahren, weißt du, was du mir da antust? Was Andreas hier antut, das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen hier. Aber er ist interessant. Schlecht ist der nicht. Wenn ich mal für 5 Sekunden vergesse, dass ich keine torfigen Whiskys mag. Jetzt beim zweiten Schluck. Zweiter Schluck, ich habe es verpasst. Ist der Rauch ein bisschen in den Hintergrund und jetzt kommen deutlicher diese Honig- und Heidenoten raus. Finde ich. Aber es ist immer noch ein brutaler Raucher. Junge. Oh, meine Fresse. Aber er ist... Sag mal, kann man da auch Ringe machen? Guck mal. Ja. Wie Gandalf. Er ist trotzdem weich, rund, aber es ist ein brutaler Smoker. Mein Lieber. Aber ich habe noch nie so einen torfigen Whisky getrunken, der so süß war. Ja, warte mal auf den Octomore.
Testen wir den auch noch? Für mich ist Octomore, ja, den dann lassen wir uns aber einen Monat Zeit zwischen. Ja, wir müssen ein bisschen Zeit dazwischen verstreichen lassen, nicht so viel. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Lieber Andreas, der Sam. Und wir haben Spaß mit dem Whisky. Edition Dreifaltigkeit. Es ist wirklich was Originelles. Es ist was Edition Dreifaltigkeit für die Augen geilen Namen. Ja, ja. Ich glaube, man sieht dann alles. Wenn man da eine Flasche trinkt, sieht man alles. Ich glaube auch. Wunderbare Sache. So, sollen wir den werten? Ja, komm, wir werten immer. Sollen wir das probieren? Das werten wir. Ich finde ihn nämlich gar nicht so schlecht. Mensch, so langsam komme ich auf den Geschmack mit den toffigen Whiskys, da stimmt doch was nicht. Ich denke auch. Aber ganz schön süß. Du musst mir Sorgen machen. Ist ja fast zu süß. Also, was habe ich denn dem Brimstone gegeben? Ich glaube, ich weiß noch, was ich dem Brimstone gegeben habe. Das war minus 19. Das stimmt. Ach, genau, du bist ja im Minusbereich. 85 kriegt er von mir. Ja, von mir kriegt er 90, weil ich finde ihn schon im auf dem Level vom Brimstone auch. Muss ich ehrlich sagen. Nein, ich finde es viel zu hoch gewertet. Dafür ist er zu süß. Ich mag ja süß. Ja, das stimmt. Ich mag ja süß. Nee, ist er mir wert. Finde ich toll. Wirklich ein hochinteressanter Whisky. Ob ich ihn mir kaufen würde, weiß ich nicht genau. Aber ich bin froh, dass ich den mal probieren durfte. Und in diesem Sinne nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an den edlen Spender. Dankeschön. Wir hoffen, du hast Spaß mit diesem Video und ich hoffe, du hattest Spaß mit unseren Reaktionen. Weil genau darauf hast du es abgesehen. Natürlich, klar. Der lacht sich jetzt eins da. Ja. Nein, tolle Sache. Und wer immer von euch der Meinung ist, wir müssten unbedingt diesen und jenen auch testen und vielleicht noch einen kleinen Schluck in der Flasche übrig hat oder was auch immer, schreibt uns, schickt uns. Wir sind für alles zu haben, für jeden Spaß zu haben. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Du hast wieder in diesem Sinne gesagt. Ja, natürlich. Bis dann. Tschüss.